Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz für die Herbstprognose von WIFO und IHS. Ich darf begrüßen Stefan Schimann-Buckern, Prognoseverantwortlicher des WIFO, WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr, IHS-Direktor Holger Bonin und den Prognoseverantwortlichen des IHS Helmut Hofer. Und ich übergebe das Wort an Gabriel Felbermayr. Österreich verharrt im Wachstumsloch. Jetzt wäre die Zeit für Strukturreformen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen. Die österreichische Volkswirtschaft steckt weiter fest in der Rezession. Im Jahr 2024 wird das reale Bruttoinlandsprodukt um vermutlich 0,6% schrumpfen, nachdem es im letzten Jahr schon um 1% gefallen ist. Damit haben wir die längste Rezession, wenn auch nicht die tiefste, seit 1946. Und die Aussichten für das kommende Jahr sind höchst unsicher. Wir erwarten mit einem Wachstum von 1% eine weiter schwache Konjunktur. Die Industrie schrumpft heuer doppelt so stark, wie wir noch im Sommer erwartet haben, um ganze 4%. Die Warenexporte liegen um 3,5% unter dem Vorjahresniveau. Schwache Konjunktur in unseren Partnerländern und fallende Wettbewerbsfähigkeit schlagen hier zu Buche. Eine Erholung der Auslandskonjunktur sollte dann aber nächstes Jahr deutlich wachsende Ausfuhren ermöglichen und damit eine Belebung der Industrieaktivität. In der Zwischenzeit steigt aber die Arbeitslosigkeit, und zwar auch deutlich stärker als bisher angenommen. Das WIFO erwartet heuer eine Arbeitslosenquote von 7% und im nächsten Jahr von 7,2%. Das ist ein halber Prozentpunkt mehr, als wir noch im Sommer erwartet haben. Seit Sommer 2023 sinkt übrigens auch die Beschäftigung, zwar nicht insgesamt, aber im privaten Sektor. Es ist nur der Staat, der nach wie vor neue Jobs schafft. Die Inflation geht zurück und auch das schneller als bisher angenommen. Im Jahresdurchschnitt erwarten wir für 2024 eine Inflationsrate von knapp über 3%, im nächsten Jahr dann knapp über 2%. Der Abstand zur Eurozone schließt sich. Das ist gut, aber nicht gut genug. Eigentlich bräuchten wir in den nächsten Jahren deutlich niedrigere Inflationsraten als in der Eurozone, damit wir den akkumulierten Preisnachteil der letzten Jahre wieder aufholen können. Weil die Inflation sinkt und auch schneller sinkt als bisher angenommen, gibt es Platz für Zinssenkungen. Aber die Kerninflation, also Inflation bereinigt um die volatilen Bereiche Energie und Lebensmittel, die bleibt weiter doch deutlich über dem 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. In Österreich liegt die Kerninflation heuer bei etwa 4%, also nochmal doppelt so hoch wie das Inflationsziel. Das heißt, dass es zwar zu sinkenden Zinsen kommen wird. Wir erwarten im Prognosezeitraum 3 Zinsschritte, sodass wir Ende 2025 bei einem Einlagenzinssatz von 2,75% zu liegen kommen. Aber dieser Zinssatz wird weiter noch leicht dämpfend auf die Konjunktur wirken. Die Belebung bei den Investitionen, die wird deswegen auch nächstes Jahr noch relativ schwach ausfallen. Für die Bauwirtschaft sind wir nach vielen Jahren mittlerweile der realen Schrumpfung für 2025 etwas optimistischer. Die gute Nachricht, wenn man so will, ist, dass die Einkommen der Haushalte preisbereinigt doch deutlich steigen, heuer um 3,2%. Und das haben wir in der Sommerprognose auch ganz gut getroffen. Auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt, der trotz steigender Zahlen doch relativ stabil ist, gegeben die schwache Wirtschaftslage, haben wir richtig eingeschätzt. Die Ungleichheit, die wir ja mittlerweile auch vierteljährlich prognostizieren, die steigt leicht in diesem Land. Das kann man an den sogenannten Einkommensquintilsverhältnissen festmachen oder auch an der Armutsgefährdungsquote. Aber die Effekte sind sehr verhalten. Deswegen wäre eigentlich alles angerichtet gewesen für einen kleinen Konsumboom, den es aber bisher nicht gegeben hat. Im Sommer haben wir noch ein Wachstum der realen Konsumausgaben von 1% vorhergesehen. Nach den aktuellen Zahlen können wir für 2024 nur mehr 0,2% erwarten. Also das Wachstum des Konsums hat sich auf ein Fünftel von den Einschätzungen aus dem Sommer reduziert. Das ist viel zu wenig, als dass der Konsum die sehr schwachen Investitionen ausgleichen
könnte. Und daraus resultiert dann eben das deutliche Minus in der Wachstumsdynamik. Spiegelbildlich zur Konsumzurückhaltung ist aktuell in Österreich die Sparquote sehr hoch. In der letzten Schwächephase 2013 bis 2016 war die Sparquote noch bei 7,5%. Okay, da hatten wir keine Zinsen. Jetzt gibt es wieder positive Realzinsen. Aber dennoch ist der Abstand zu den 11,5%, die wir jetzt beobachten, groß. 4 Prozentpunkte Unterschied. Die Frage ist, warum sparen die Österreicher und Österreicherinnen so eifrig? Eine Erklärung ist eine psychologische. Der Inflationsschock steckt vielen Konsumentinnen offenbar immer noch massiv in den Knochen. Die Preise sind gestiegen und sie bleiben hoch. Dass nun aber auch die Einkommen mit Verzögerung gestiegen sind, das nehmen die Haushalte offenbar noch nicht wahr. Und es gibt noch kein Erleben einer gestiegenen Kaufkraft. Das hat vielleicht auch mit Zukunftssorgen zu tun. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Insolvenzen nehmen zu, die Jobsicherheit wird weniger gut eingeschätzt und das führt zu Vorsichtssparen. Es könnte aber auch ein theoretisches Phänomen relevant sein, das die wissenschaftliche Literatur unter ricardianischer Äquivalenz kennt. Wenn nämlich die Menschen die aktuelle Lage als nicht nachhaltig einschätzen und deswegen in der nahen Zukunft entweder Steuererhöhungen oder niedrigere Einkommen erwarten oder beides, dann geben sie die aktuellen überraschend positiven Einkommensentwicklungen nicht in den Konsum, sondern sparen das auf. Und dass wir ein Problem mit der ökonomischen Nachhaltigkeit haben, ist relativ klar, lässt sich zum Beispiel am hohen Budgetdefizit festmachen oder auch an der stark steigenden Lohnquote. In Österreich sind die real erwirtschafteten insgesamt verfügbaren Einkommen im Sinkflug. Das ist das reale BIP, das eben abnimmt. Der Realwert des BIP, da bereinigt man nicht mit dem BIP-Deflator, sondern mit den Preisen der Güter, die wir im Inland tatsächlich verbrauchen, liegt mittlerweile um 4% unter dem Niveau des Jahres 2019 pro Kopf. Und wenn trotzdem die Haushaltseinkommen preisbereinigt pro Jahr um fast 2% höher liegen als 2019, dann kann das im Hintergrund nur bedeuten, dass es eine massive Umverteilung gegeben haben muss zugunsten der Lohnquote oder eben zum Schaden der öffentlichen Budgets. Und genau das sehen wir auch. Heuer rechnen wir mit einem Budgetdefizit von 3,7%, im nächsten Jahr sogar von 4%. Und die Lohnquote, die ist aktuell so hoch, wie sie in den letzten 30 Jahren nicht war. Wenn die Menschen also aus diesen Zahlen schlussfolgern, dass das kein dauerhaft durchhaltbares System ist, dann halten sie sich mit ihren Ausgaben zurück und das ist perfekt rational. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie kommen wir aus dieser Wachstumsschwäche heraus? Wenn es so ist, dass die starke Konsum- und Investitionszurückhaltung psychologische Gründe hat, weil die Zuversicht fehlt, dann muss jetzt in den nächsten 5 Jahren die nächste Bundesregierung genau daran arbeiten, nämlich die Zuversicht zu stärken. Da kann es kurzfristige konjunkturpolitische Impulse geben, die das unterstützen. Aber vor allem braucht es strukturpolitische Maßnahmen, eine glaubwürdige Reformagenda, die den Menschen wieder sagt, dass in Österreich das Wachstum wieder anspringt. Dann kommt auch der Konsum und kommen auch die Investitionen zurück. Zunächst ein paar Worte zur kurzfristigen konjunkturpolitischen Dimension. Das Wichtigste, obwohl das Budgetdefizit höher ist, als die Europäische Kommission erlaubt, und es auch ein gewisses Ausmaß an Budgetkonsolidierung brauchen wird, warne ich davor, dass man jetzt fiskalpolitisch in die Eisen steigt und damit die Konjunktur abbremst. Jetzt ist nicht die Zeit für ein massives Sparpaket. Das wäre gegen alle Empfehlungen der klassischen und keynesianischen Volkswirtschaftstheorie. Dennoch müssen wir alle diskretionären Ausgaben überprüfen. Der Kassasturz, Beginn einer neuen Regierungszeit, ist angesagt und wir sollten streichen, was nicht zur Konjunkturbelebung beiträgt. Ein Beispiel dafür der Klimabonus. Der sollte nach meiner Auffassung gestrichen werden. Er schafft offensichtlich keine zusätzliche Zustimmung zur CO2-Bepreisung. Und über die österreichische Indexierungsautomatik werden die Haushalte ohnehin für die durch die CO2-Bepreisung höhere Inflation kompensiert. Es ist also eine Doppelkompensation, die sollten wir
abstellen. Allein das bringt dem Finanzminister knapp 2 Milliarden Euro. Außerdem könnte man über Lenkungssteuern nachdenken. Eine Zuckersteuer nach britischem Vorbild zum Beispiel, weil wir in Österreich ein Problem haben mit der gesunden Lebenserwartung. Da könnte man eingreifen. Die bringt nicht sehr viel Geld, aber sie hat den Vorteil, dass Lenkungssteuern immer dann, wenn das Lenkungsziel erreicht ist, nicht mehr ökonomisch eine Belastung darstellen. Die schaffen sich sozusagen selber ab, wenn das Lenkungsziel erreicht ist. Ganz ähnlich, ich würde am vereinbarten Ziel der CO2-Bepreisung festhalten. Und ich würde mir auch überlegen, ob wir nicht zum Beispiel die Mineralölsteuer, die seit vielen Jahren nicht inflationsangepasst wurde, graduell, nicht alles auf einen Schlag, aber graduell an die veränderte preisliche Situation anpassen. Wenn man da ein bisschen Geld sozusagen findet im Budget, dann sollte man das vor allem dafür ausgeben, dass die Zuversicht am Arbeitsmarkt erhalten bleibt. Das heißt, keine Schrumpfung der Budgets für die aktive Arbeitsmarktpolitik, sondern genau das Gegenteil. Ein klassisches Konjunkturpaket, das aus Steuersenkungen und Transfers besteht, das brauchen wir nicht, denn es ist ja nicht ein Mangel an Liquidität bei den Haushalten, der zur Konsumzurückhaltung führt, sondern ein Mangel an Zuversicht. Man könnte sich überlegen, ob die Investitionstätigkeit nicht angeregt werden sollte. Da sind befristete, beschleunigte Abschreibungsmöglichkeiten ein wichtiges Instrument, denn die belasten das Budget nicht nachhaltig. Eine Investitionsprämie ist wahrscheinlich schneller, wirksamer, aber da müsste man eine Gegenfinanzierung finden und das ist aktuell schwierig. Zweitens, aber wichtiger, um die fundamentalen Inkonsistenzen, die wir in der österreichischen Makroökonomie aktuell beobachten, abzubauen, nämlich schrumpfendes reales BIP bei gleichzeitig steigenden realen Haushaltseinkommen, muss es eine Agenda der Strukturreformen geben. Erstens, wir wissen aus Umfragen, dass das größte Hemmnis für die österreichischen Unternehmen aktuell nicht etwa zu hohe Unternehmenssteuern sind, sondern überbordende und schlecht vorhersehbare Bürokratie und Regulierung. Die nächste Regierung muss also Wege finden, wie man da Erleichterung finden kann. Vorteil ist, Bürokratieabbau kostet kein Geld. Man könnte über Sunset-Klauseln sprechen. Man braucht vielleicht noch einmal eine weitere Anstrengung, um das Goldplating einzudämmen, dass wir nämlich EU-Vorgaben überambitioniert in Österreich umsetzen. Es braucht noch einmal neuen Schwung bei Digitalisierung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen. Da kann man von anderen Ländern lernen und man kann auch, das würden wir uns wünschen, durchaus ein bisschen experimentieren. Der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, das WIFO fordert seit Jahrzehnten eine effizienzorientierte Steuerreform. Die nächste Regierung sollte das mit Nachdruck angehen. Das bedeutet, dass die besonders wachstumsschädlichen Steuern und Abgaben abgesenkt werden oder reduziert werden, dass man aber eine Gegenfinanzierung dort braucht, wo die Steuern und Abgaben weniger schädlich sind. Wenn das gelingt, dann kann insgesamt die Abgabenbelastung sinken, ohne dass das Steueraufkommen zurückgeht. Wir sprechen uns in diesem Kontext zum Beispiel dafür aus, dass man die Lohnnebenkosten nach unten bringt. Dazu braucht es natürlich immer eine Gegenfinanzierung, das macht die Problematik natürlich groß. Aber der FLAF oder auch Teile der Arbeitslosenversicherung, die könnten teilweise jedenfalls von den Lohnzetteln genommen werden. Wir könnten auch darüber nachdenken, ob es nicht eine Reform bei der Besteuerung von Grund und Boden braucht. Jedenfalls aber muss man nachdenken, wie die Anreize für Teilzeit abgebaut werden können, zum Beispiel durch eine Reduktion der Steuerprogression im mittleren Einkommensbereich und die Beseitigung von Inaktivitätsfallen. Drittens, weil es auch um langfristige Perspektiven geht, braucht es eine langfristige, aber behutsame Pensionsreform, die wir aber sehr schnell auf die Wege bringen sollten. Damit soll das Potenzial an Erwerbspersonen für den Arbeitsmarkt gestärkt werden, einerseits, und auch die Aussichten für das Budget verbessert werden. Der Vorschlag wäre, dass sobald die laufende Anpassung des Pensionsantrittsalters für Frauen erfolgt ist, in einem weiteren 10-Jahres-Schritt das gesetzliche Antrittsalter für Männer wie Frauen bis 2044 auf mindestens 67 Jahre gehoben wird. Sehr viel schnellere Fortschritte braucht es hingegen bei der Erhöhung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters, wobei es da einen ganzen Mix
an Maßnahmen braucht, darunter zum Beispiel auch eine Rekalibration der sogenannten Korridorpension. Und der vierte Punkt, am Beginn der Legislaturperiode, der neuen, müssen wir als Wirtschaftsforscherinnen und Forscher das Bohren der ganz dicken Bretter fordern. Auch das tun wir regelmäßig mit mäßigem Erfolg. Jetzt zeigt aber doch die Analyse, dass die Dinge dringend geworden sind. Dabei geht es zum Beispiel um eine mutige Schulreform oder Reformen im Gesundheitssystem. In beiden Bereichen gibt Österreich viel Geld aus, aber die Resultate sind nicht gut genug. Und auch das Thema Energiepreise. Wenn wir Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen müssen, brauchen wir eine langfristige Perspektive auf günstige Energie, grüne günstige Energie in Österreich. Nun aber zu meinem Kollegen Stefan Schiemann, der Ihnen erklärt, warum wir trotz aller Schwierigkeiten möglicherweise doch reicher sind als bisher gedacht und warum die aktuelle Rezession vielleicht doch nicht ganz so außergewöhnlich ist. Vielen Dank. Ja, danke schön. Was von Gabriel Felbermayr gerade angesprochen wurde, ist die sogenannte Benchmark-Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Da möchte ich kurz darauf eingehen. Es gibt jedes Jahr im September eine neue Jahresrechnung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das VGR, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Das ist das, wo das Bruttoinlandsprodukt, der Konsum, die Investitionen berechnet werden. Das gibt es jedes Jahr, wo Daten bis zu dreijähriger Verzögerung eingearbeitet werden. Letztes Jahr zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern, wurde dadurch rückwirkend der Konjunktureinbruch in den Daten berücksichtigt, den unsere Indikatoren schon angezeigt hatten. Alle 5 Jahre gibt es aber eben diese Benchmark-Revision oder Generalrevision, wo nicht nur neue Daten eingearbeitet werden, sondern auch Berechnungsmodelle geändert werden und sich so ganze Zeitreihen ändern können. Und für Österreich haben sich hier teils systematische Abweichungen ergeben, zum Beispiel bei dem sehr wichtigen realen BIP. Zum Beispiel wurde es 2022 um 0,5 Prozentpunkte nach oben revidiert, 2021 um 0,6 Prozentpunkte nach oben, 2020 um 0,3, 2019 um 0,3 und so weiter. Bis zurück 2014 gab es immer Aufwärtsrevisionen, nur fürs vergangene Jahr 2023 eine leichte Abwärtsrevision von minus 0,8 auf minus 1,0. Und also das meine ich mit systematischen Abweichungen, dass es immer in eine Richtung gegangen ist und das führt eben zu einem weniger ungünstigen BIP-Pfad, zu einem weniger ungünstigen BIP-pro-Kopf-Pfad. Aber während hingegen der sogenannte Realwert des BIP pro Kopf eben weniger betroffen ist. Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel, dass Österreich beim BIP pro Kopf nun in etwa gleich aufliegt mit Deutschland, wenn man die Entwicklung seit 2019 hernimmt. Das sieht man auch im Handout. Auf der, glaube ich, das ist die zweite Folie, auf der rechten Seite, wo eben die Linie, die grüne Linie für Deutschland und die durchgezogene hellblaue Linie für Österreich jetzt 2024, 2025 in etwa gleich auf sind. Es ist nicht ganz unwesentlich, weil Deutschland ja doch ein wichtiges Vergleichsland ist. Dazu ist zu sagen, dass es natürlich auch in Deutschland Änderungen gab, auch eine Benchmark-Revision, aber die bei Weitem die geringer ausgefallen sind und eben nicht so systematisch. Was bedeutet das jetzt aber für unsere Prognose? Es hat keine unmittelbare Auswirkung auf die Prognose und zwar aus dem Grund, weil es noch keine angepasste Quartalsrechnung gibt. Die wird erst in 2 Wochen publiziert und unsere Prognosemodelle daher noch auf der alten Quartalsrechnung beruhen. Allerdings dürfte dies wiederum weniger problematisch sein als im letzten Jahr noch, also wo wir eben erst durch die neue Quartalsrechnung verspätet den Konjunktureinbruch dokumentiert bekommen haben. Und warum ist es weniger problematisch? Weil sich Österreich derzeit in einem recht stabilen, man könnte auch sagen hartnäckigen Konjunkturtief befindet, was sich durch die neue Quartalsrechnung jetzt nicht prinzipiell ändern wird. Also wir sehen das ja auch in unseren Umfrageindikatoren. Allerdings kann diesmal dadurch kein Konjunkturbild und keine technische Zerlegung des BIP, das ist das, wo man auch die Jahresverlaufsrate oder die Wachstumsüberhänge ausweisen, das kann nicht publiziert werden. Das Konjunkturbild ist das, wo wir die einzelnen Quartale prognostizieren, weil ihm dazu eine konsistente Jahres- und Quartalsrechnung notwendig wäre.
Nichtsdestotrotz befindet sich Österreich, wie schon gesagt, in einer mindestens zweijährigen jetzt Rezession. Und da das ja recht ungewöhnlich ist und oft vorkommt, widmet sich da auch ein eigener Kasten, eine eigene Analyse in der Prognose, in unserer Prognose dazu, was das eigentlich bedeutet. Und zur Rezessionsmessung gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Der eine, der klassische Ansatz, der sieht eine Rezession, wenn eben das BIP oder die Wirtschaftsleistung signifikant zurückgeht. Nicht nur das BIP, sondern auch andere Indikatoren. Und zur Datierung gibt es dann Expertengremien. Dieser klassische Ansatz, der greift aber für Österreich etwas zu kurz, weil wenn man sich die andere Grafik, das ist glaube ich die erste, anschaut, dann sieht man die Arbeitslosenquote und die roten Punkte der Arbeitslosenquote sind eben genau diese Jahre, wo es einen BIP-Rückgang gegeben hat. Aber es gibt einige Episoden, wo die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, ohne dass das BIP zurückgegangen ist. Also und daher gibt es diesen zweiten Ansatz, ich nenne ihn einmal vereinfacht Potenzialansatz, wo man auch auf die wechselnden Potenzialwachstum, auf sich ändernde Potenzialwachstum Rücksicht nimmt. Und dieser Ansatz wiederum, wo hier die Rezessionen und auch die Unterauslastung eben durch die schraffierte Fläche angegeben ist, deckt zwar alle sogenannten klassischen Rezessionen ab mit BIP-Rückgängen, also in den 70er Jahren beispielsweise 2009, auch 2013 und 2020, aber identifiziert eben darüber hinaus noch weitere. Vielleicht auch noch eine kurze Anmerkung zu dieser Abbildung. Normalerweise wird diese Konjunkturmessung unterjährig gemacht, also eben mit Quartalsdaten. Aber aufgrund dieses langen Betrachtungszeitraums ist das für Österreich nur für Kalenderjahre möglich. Das führt vielleicht zu leichten Unschärfen, zum Beispiel 83, 84, wo das nicht so schön funktioniert sozusagen. Aber die Quintessenz daraus, und damit bin ich eben schon am Ende, ist, dass die aktuelle Rezession gemessen mit diesem Potenzialansatz durchaus ungewöhnlich lange ist, aber noch nicht beispiellos in der jüngeren Vergangenheit. Und insbesondere dann, wenn man sich Perioden anschaut der Unterauslastung, wo es eben welche schon gab, die länger gedauert haben. Vielen Dank und damit übergeben wir an das IHS. Ja, Helmut. Ja. Wir haben unsere Prognose übertitelt mit Österreichs Wirtschaft fällt in Europa zurück. Wie das WIFO natürlich auch, haben wir die Prognose auf die nicht revidierten Quartalsdaten im Großen und Ganzen aufgebaut. Wir gehen davon aus, dass diese Daten nicht sehr stark revidiert werden. Das ist insofern wichtig, wenn Sie mit Ihnen auffällt, dass eigentlich alle IHS, WIFO und Nationalbank vor der Sommerprognose noch vergleichsweise optimistisch gesehen sind. Man hat erwartet, dass sich der leichte Erholungskurs, also wirklich leichte Erholungskurs nach Schrumpfung, der sich zur Jahreswende gezeigt hat, eigentlich fortsetzt und dann eher sich das Wachstum wieder beschleunigen wird im Laufe des Jahres und vor allem nächstes Jahr dann. Leider zeigen die Daten eindeutig darauf hin, dass im zweiten Quartal ein weiterer Rückgang der Wirtschaftsleistung passiert sein dürfte. Und die Konjunkturindikatoren, die wir schon haben, für das dritte Quartal deuten an, dass auch in diesem Quartal es einen Rückgang immer jeweils gegenüber dem Vorquartal gibt. Wenn man sich die Gründe anschaut, in der ersten Jahreshälfte setzt sich die Rezession in der Industrie fort und die Exportnachfrage ist deutlichst gesunken. Zwei Gründe dafür für die schwache Exportnachfrage. Hauptgrund dürfte die Industrieschwäche in Europa, insbesondere in Deutschland sein, aber natürlich auch sinkende Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Lohnstückkosten in Österreich. Weiterhin schwach entwickelt sich auch der Bau. Auch die Ausrüstungsinvestitionen waren nicht besonders, aber das geht's. Und die große Überraschung für uns, oder Überraschung, was schon diskutiert wurde, trotz steigender Realeinkommen, verfügbarer Haushaltseinkommen, hat sich der Konsum nicht erholt. Laut den vorläufigen Zahlen wäre er im zweiten Quartal sogar leicht zurückgegangen, aber
Jedenfalls sind das die Hauptgründe für unsere Revision nach unten. Also sind so gut wie alle Nachfragekomponenten haben sich eigentlich schlecht entwickelt als erwartet, vor allem der Konsum. Mit der Aufhellung der Konsumstimmung, die wir eigentlich erwarten würden, also wir würden schon eher annehmen, dass der Grund verzögerte Entwicklungen in der Haushalte, verzögerte Wahrnehmung der fallenden Inflation sind. Die Haushalte merken erst verspätet, dass ihre Realeinkommen gestiegen sind. Sie sehen zwar die hohen Preise, aber langsam lernen sie auch, dass ihre Einkommen höher sind und daher sollte der Konsum wieder anziehen, die Konsumstimmung besser werden. Und natürlich auch, was für Österreich typisch wäre, wie kommt man aus einer Rezession heraus, dass aus dem Ausland ein Impuls kommt, dass sich die Industrie in Europa, vor allem im Euroraum, wieder besser entwickelt, dass Aufträge kommen für die Industrie und das sollte auch in Österreich durchschlagen und dann damit sollten auch die Exporte nächstes Jahr wieder an Schwung gewinnen. Somit gehen wir auch davon aus, dass die Prognose für die österreichische Wirtschaft im heurigen Jahr auf minus 0,6% lautet. Nächstes Jahr können wir um 0,8% expandieren. Wenn man jetzt, nachdem das WIFO eher etwas positive Entwicklungen aufgezeigt hat für Österreich, wenn man jetzt einen Vergleich macht über den ganzen Prognosezeitraum hin, dann stagniert die österreichische Wirtschaft im Großen und Ganzen, während beispielsweise der Euroraum um 0,7 bzw. 1,3% wächst. Kumuliert man jetzt den Wachstumsabstand zum Euroraum seit der Krise 2019 kommt man auf 3% Rückstand. Und wir haben uns das auch noch genauer angeschaut für andere kleine Länder. Muss man auch dazu sagen, dass der Rückstand zum Euroraum natürlich mit Deutschland auch noch, Deutschland den Euroraum drückt. Also wenn man es mit anderen kleinen Ländern vergleicht, hat sich Österreich mittelfristig nicht gut entwickelt seit 2015. Kurz positiver Lichtblick bei der Inflation. Wir gehen davon aus, dass diese heuer auf 3% sinken würde, nächstes Jahr 2,4%. Nachfragekomponenten. Prognose für den Konsum haben wir auch deutlich zurückgenommen. Wir gehen aber heuer noch aus von einem Wachstum von 0,4, nächstes Jahr 1,3. Besonders schwach haben sich die Anlageinvestitionen entwickelt. Wir gehen davon aus, dass die Anlageinvestitionen im heurigen Jahr um knapp 3% zurückgehen werden. Auch der Bau weiter um 4%. Ausrüstungen etwas schwächer damit, so 2%. Nächstes Jahr sehen wir noch keine Erholung, aber wir gehen davon aus, dass die Investitionen auf dem Niveau von heuer stagnieren werden, sowohl Bau als auch Ausrüstungen. Aufgrund der schwachen Industriekonjunktur, habe ich schon gesagt, dem Verlust preislichen Wettbewerbsfähigkeit, entwickeln sich die Exporte sehr, sehr schwach. Das sind im ersten Halbjahr deutlich eingebrochen. Für die Gesamtexporte gehen wir davon aus, dass sie heuer um 3,4% fallen, nächstes Jahr 2,2% wieder zulegen. Jetzt können wir sagen, na gut, wenn die Exporte um 3% fallen, dann müssten ja auch das BIP viel, viel stärker zurückgehen. Natürlich ist es so, dass aufgrund der schwachen Binnennachfrage und insbesondere der starken Vorleistungsverflechtung der Exporte, also Vorleistungen werden aus dem Ausland importiert, die dann nachher für die Exporte gebraucht werden. Daher fällt der Rückgang schwächer aus. Daher ist auch die Importnachfrage deutlich rückläufig dieses Jahr und sollte das nächstes Jahr leicht steigen. Am Arbeitsmarkt ja, haben wir dieselbe Aussichten wie das WIFO. Heuer 7,0%. Also das ist auch relativ unverändert zur Sommerprognose. Aber im Sommer haben wir noch erwartet, dass die Arbeitslosigkeit nächstes Jahr merklich zurückgehen wird mit der Konjunkturerholung. Jetzt gehen wir auch davon aus, dass sie auf 7,2% steigt. Ich würde es insofern positiv sehen, man hat in früheren Zeiten schon gesehen, dass sich so schwache Wachstumsphasen noch deutlich stärker auf die Arbeitslosigkeit ausgewirkt haben. Gebe ich.
Meine Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Die Zeit ist schon recht weit fortgeschritten. Ich versuche nicht allzu viel zu wiederholen, was schon Richtiges und Wichtiges gesagt worden ist. Vor fast einem Jahr haben wir genau an diesem Ort die IS-Herbstprognose vorgestellt unter dem Titel Auf milde Rezession folgt verhaltener Aufschwung. Inzwischen wissen wir, wir haben uns geirrt, deutlich geirrt, und eine passende Überschrift für unsere heute präsentierte Prognose wäre: Auf längste Rezession der Nachkriegszeit folgt bestenfalls verhaltener Aufschwung. Wir haben uns aber dann schließlich doch für einen etwas anderen Titel entschieden, nämlich Österreich fällt in Europa zurück, um die Dringlichkeit auch zu zeigen, die mit der Herausforderung, vor denen die nächste Bundesregierung steht. Wenn wir uns die letzten 6 Quartale anschauen, von denen wir die Daten schon kennen, dann hält Österreich im Europa die rote Konjunkturlaterne. Also noch schlechter hat sich eigentlich nur Irland entwickelt, aber das ist auf Sonderfaktoren zurückzuführen. Wenn wir das über die 6 Quartale kumulieren, dann sind wir bei -1,7% in Österreich. Zum Vergleich, selbst Krisenland Deutschland ist bei -0,2. Der Euroraum liegt bei 0,7 im Plus. Und das gibt uns schon Anlass zur Sorge. Und es gibt Gründe für das Gefühl angesichts dieser roten Konjunkturlaterne, dass eben andere Länder um uns herum, von den USA und den großen asiatischen Volkswirtschaften gar nicht zu reden, davonziehen könnten. Und das dürfte eben auch einer der Gründe sein, warum so große Verunsicherung in diesem Lande herrscht. Zum Glück kann Österreich noch von einer guten Ausgangsposition zehren. Denn wenn man die Perspektive umkehrt, könnte man auch sagen, Länder in Europa holen derzeit wirtschaftlich gegenüber Österreich auf. Aber wenn das jetzige Wachstumsdifferenzial bestehen bleibt, dann droht der heimischen Wirtschaft wirklich ein schleichender Abstieg im Konzert der europäischen Volkswirtschaften. Und darum sind die viel diskutierten Sorgen um Standort und Wohlstand in Österreich durchaus berechtigt. Warum das so ist, haben wir jetzt schon gehört. Also wesentliche Faktoren, die zu der Schwäche im Moment beitragen, die gravierenden strukturellen Probleme Deutschlands. Wir sind da nicht unabhängig. Die besonders starke Verteuerung der Energie, die gesunkene preisliche Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Exportindustrie, der Reallohnanstieg 2019 bis 2025, wenn wir den akkumulieren, liegt 2,4% höher als im Euroraum. Das belastet die Exportindustrie. Das ist aber, diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, die sind eben für die Politik im Moment nur noch wenig zu beeinflussen. Wir können das nicht zurückdrehen, diese Kostenspirale. Wir können eben auch nicht die Wettbewerbsfähigkeit, die Konjunktur in Deutschland beeinflussen direkt. Am ehesten haben wir noch Einflussmöglichkeiten, Gabriel Felbermann hat es kurz angesprochen, im Bereich der Energiekosten. Was die Politik deshalb nur tun kann, ist jetzt Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die struktureller Natur sind, eben um Wachstumskräfte zu entfesseln. Aber auch das ist alles andere als eine leichte Aufgabe für die österreichische Politik, die in Anbetracht der Mehrheitsverhältnisse vor schwierigen Koalitionsverhandlungen steht, bei denen die von uns und dem WIFO prognostizierten Defizite in den öffentlichen Haushalten deutlich oberhalb der 3%-Marke keine Spielräume für teure Kompromisslösungen lassen. Gegenteil, die Haushaltsdefizite, die wir jetzt sehen, sind ganz überwiegend strukturell und nicht konjunkturell bedingt. Und sie werden sich wegen des Verzichts auf Einnahmen, Stichwort Abschaffung der kalten Progression, bei anhaltend hoher Ausgabendynamik, Stichwort demografische Alterung, verfestigen und damit die Luft für nachhaltig wachstumfördernde Investitionen abschnüren, wenn das Haushaltsruder in der nächsten Legislatur nicht mit aller Kraft herumgerissen wird. Das ist nicht populär und das ist auch praktisch schwierig, weil man aufpassen muss, Gabriel Felbermayr hat es gesagt, den verhalten anlaufenden Konjunkturmotor jetzt nicht abzuwürgen. Aber man wird langfristig nachhaltige Pläne dafür entwickeln müssen, wie man das Budget stabilisiert. Was konkret kann die Politik in Österreich in dieser Gemengelage tun? Erstens, auch wenn das schwierig ist, sich rasch auf eine neue Regierung verständigen. Unsicherheit darüber, auf welchem wirtschaftspolitischen Kurs Österreich weiterfahren lässt ohnehin verunsicherte Unternehmen und private Haushalte bei Zukunftsentscheidungen sicherlich zu Recht mit Vorsicht abwarten. Zweitens, der angesichts stark zurückgenommener Prognosen aufkommenden Versuchen widerstehen, hastig ein Konjunkturprogramm anzustoßen. Zu leicht könnten die dafür aufgewendeten Haushaltsmittel verpuffen, das heißt entweder in das schon thematisierte starke Vorsichtssparen fließen
oder aber nur verzögert wirken, also erst dann, wenn im kommenden Jahr der prognostizierte konjunkturelle Aufschwung sowieso oder Umschwung sowieso schon da ist. Die Erfahrungen mit dem jüngsten Baupaket haben gezeigt, wie lange es dauert. Der stabilisiert zwar, aber wir sollten eben uns von so einer Konjunkturspritze keine Wunder erwarten. Wenn die Politik dennoch etwas tun will, jetzt dann mit, Gabriel Felbermayr hat schon gesagt, dann mit befristeten, beschleunigten Abschreibungen bei Investitionen, um Vorzieheffekte auszulösen und haben den Vorteil, dass wir damit die öffentlichen Haushalte im Endeffekt nicht belasten. Drittens, und da akzentuiere ich das etwas anders, aber ich glaube, es geht mir nicht um die kurze Frist, sondern um die nächsten mittlere Frist. Drittens sollte die Politik systematisch daran gehen, das Staatsbudget nachhaltig zu konsolidieren. Und der primäre Ansatzpunkt dafür ist die Ausgabenseite. Wir haben in Österreich mit 52,1% die fünfthöchste Staatsquote in Europa, ohne dass dem immer gute Ergebnisse gegenüberstehen. Man denke an die gemessenen Schülerleistungen in den PISA-Studien oder den schlechten Gesundheitszustand der Bevölkerung. Und deshalb sollte man, könnte sich eine neue Regierung zum Beispiel als Benchmark vornehmen, die Staatsquote in Richtung auf den Durchschnitt der Eurozone zu senken. Das hat vielleicht den Vorteil, dass das gut merkbare 50% sind. Nicht als kurzfristiges Ziel, damit würden wir den Konjunkturmotor abwürgen, aber man muss darüber nachdenken, was man sich als mittelfristiges Ziel vornimmt, auch um den Bürgerinnen und den Unternehmen eine Vision zu geben, wo man hin will. Wie sparen? Rasenmäher ist bestimmt keine eine schlechte Methode. Was es braucht, ist strenge Ausgaben- und Aufgabenkritik, verklärt durch eine effizientere Governance und Verwaltung. Du hast den Gesundheitsbereich angesprochen. Drei konkrete, teure Ansatzpunkte möchte ich nennen, bei denen man Änderungen vornehmen könnte, auch kürzerfristig, die aus unserer Sicht wenig wachstumsschädlich oder sogar tendenziell wachstumsfördernd wären. Das erste ist nicht sehr originell. Der Klimabonus, deshalb war auch schon erwähnt, ist sozial wenig treffsicher und bei näherem Hinsehen, Gabriel Felbermayr hat es erklärt, kompensiert er die Haushalte doppelt. Den könnte man ganz abschaffen, wenn man sich das nicht traut, zumindest eben mit einer sozialen Deckelung versehen, sodass man eben einen Teil, der ja, im Moment geben wir 1,8 Milliarden dafür aus, einsparen kann. Zweitens, ganz anderes Politikfeld, die Bildungskarenz. Die ist nicht grundsätzlich falsch zu fördern, dass Menschen eben dafür fit gemacht werden, sich weiter zu qualifizieren und eben ihre Beschäftigungschancen in der beruflichen Laufbahn zu verbessern. Aber so nach allem, was wir wissen, ist das im Moment eine Maßnahme, die nicht so wirkt und effizienter gestaltet werden könnte, indem man strengere Regeln an die geförderten Qualifizierungsmaßnahmen und deren Wirksamkeit anlegt. Und das Dritte, ja, du hast vorgeschlagen, eben Dinge zu tun, was die Anhebung des Pensionseintrittsalters angeht. Das wirkt sehr langfristig. Ich habe jetzt 2045 wären wir dann irgendwo weiter. Man muss sich über kürzerfristige Maßnahmen im Bereich der Pensionen Gedanken machen. Das ist sicherlich ein ganzes Bündel, aber auch da geht es um Anreize, die man relativ kurzfristig verändern könnte. Und das Stichwort da ist über die Korridorpension und die Modalitäten derer nachzudenken. Da gibt es zwei Hebel. Das eine wäre eben, die Altersuntergrenze zu erhöhen. Wir sind im Moment bei 62, ist die früheste Möglichkeit, das nach oben zu schieben. Oder der andere Hebel ist, über die Höhe der Abschläge nachzudenken. Wo wir der Abschläge nachzudenken, hat den Vorteil, dass man da eventuell eine soziale Stopplung einbauen kann. Egal, was man da tut, das Ziel ist, damit könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich einerseits eben das Pensionsbudget entlasten und andererseits hätten wir einen Wachstumsimpuls, weil eben insbesondere gesuchte Fachkräfte, die von dieser Korridorpension besonders häufig Gebrauch machen, länger im Arbeitsmarkt blieben. Das könnte man mit relativ kürzeren Vorlaufzeiten verändern als eine Anhebung des Pensionseintrittsalters, weil da müssen sich die Menschen natürlich darauf vorbereiten. Viertens. Und dann komme ich zum Ende. Sparen ist kein Selbstzweck. Also auch nicht nur, um Vorgaben aus Brüssel einzuhalten. Denn ob wir eine 3%-Grenze oder ein 3,1%-Modell steckt eine gewisse Willkürlichkeit drin. Aber warum brauchen wir das Sparen? Weil es darum geht, genügend Haushaltsmittel für langfristige wachstumsfördernde Maßnahmen freizuspielen. Auch hier möchte ich drei wesentliche Ansatzpunkte sehen. Das eine sind gezielt, als Teil einer effizienzorientierten Steuerreform gezielte steuerliche Entlastungen für den Faktor Arbeit. Und mit gezielt, das finde ich sehr wichtig, eben sich dabei auf die Entlastungen von Gruppen zu konzentrieren, die darauf überhaupt mit einer substanziellen Ausweitung ihres Arbeitsangebots reagieren
können oder es de facto tun? Das ist eine empirische Frage, wo man da hingeht. Da geht es ganz stark eben um das Steuersystem so zu transformieren, dass eben sich eine Ausweitung von kürzeren Teilzeittätigkeiten im Bereich der 20 Stunden in Richtung auf 30 Stunden zum Beispiel sehr stark lohnt. Das heißt, du hast es ein bisschen gesagt, eben in dem Bereich zwischen 20 und 30 40.000 Euro die Grenzsteuersätze zum Beispiel zu reduzieren und gezielt zu fördern, statt mit der Gießkanne. Gießkanne wäre zum Beispiel eben über die ja auch diskutierte Steuergutschrift für Vollzeitbeschäftigte nachzudenken. Die könnte sogar kontraproduktiv sein, weil sie Frauen in der Zweitverdienerposition festhält, wenn ihre Männer, die das überwiegend sowieso tun, mehr verdienen. Zweiter Punkt. Eine Bildungsoffensive und nicht nur mit den Schulen, sondern noch viel früher beginnend, gute frühkindliche Bildung. Und nicht einfach nur Betreuung. Und das fängt sehr früh an, besten im Alter 2 bis 3 Jahren, wo wir mehr tun können. Das bringt einerseits für die Gesellschaft langfristig massive Erträge, auch und gerade über eine verbesserte Integration von marginalisierten Gruppen, auch von Personen mit Migrationshintergrund. Und gleichzeitig, und deshalb betone ich das, eben darüber hinaus kurzfristig Wachstumsimpulse, weil damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert wird, wenn wir die Angebote hoher Qualität mit einer guten Bildungskomponente verbessern. Und schließlich, das wurde noch nicht gesagt, eine Initiative 4%. Nicht 4% Defizit, sondern 4%, ein strategischer Plan, umfassender strategischer Plan, um die Forschungsquote in Österreich auf 4% des BIP anzuheben. Wir liegen im Moment irgendwo bei 3,2, 3,3%. Damit sind wir in Europa nicht schlecht. Aber wenn das gelänge, dann wäre man in Europa an der Spitze und würde die USA zum Beispiel überholen. Wie macht man das? Sicherlich nicht nur, indem man eine weitere Universität gründet oder weitere Wirtschaftsforschungsinstitute, sondern indem man insbesondere eben auch sich überlegt, wie man die private Forschung und Entwicklung noch besser fördern kann. Steuerliche Anreize sind da sehr wichtig. Die Amerikaner machen das in Teilen mit Inflation Reduction Act und alles, was daran hängt, eben gerade vor. Das wäre ein wesentlicher nachhaltiger Ansatz, der eben auch ein deutliches Signal senden könnte, dass Österreich als Innovations- und Wachstumsmotor in Europa wieder nach vorne kommen möchte. Vielen Dank. Zum Fragenpart ein Hinweis für jene, die online Fragen stellen. Bitte Namen und Medium nennen. Michael Bachner, Kurier. Noch kurz warten, bis das Mikrofon kommt, damit die digitalen Gäste auch zuhören können. Wie erklärt sich die Differenz zur Defizitprognose des Finanzministeriums? Das hat mich als erstes interessiert, sind ja doch 2,5 Milliarden allein heuer. Die vielen Reformempfehlungen, die Sie beide ausgesprochen haben, mich hat interessiert, gibt es außer der Zuckersteuer nach britischem Vorbild sonst eine Steuer, die man erhöhen könnte? Weil nur Ausgaben sparen wird es auch nicht sein. Und was im Nachhinein betrachtet, ein Fehler, die kalte Progression abzuschaffen? Okay. Ja, Unterschied zur BMF-Prognose. Das BMF verwendet ja die WIFO-Zahlen für die konjunkturelle Einschätzung, die hinter ihrer Prognose stehen. Und wir haben jetzt unsere Zahlen heute nach unten gezogen. Das ist also in der Berechnung des Finanzministeriums noch nicht drin, kann noch nicht drin sein. Was dort die Revision hauptsächlich verursacht hat, ist die schon sichtbare Entwicklung bei den Einnahmen, dass da die Zahlen im Finanzministerium nicht so sind, wie das intern prognostiziert wurde. Also das erklärt das. Das ist sozusagen im normalen Ablauf der Dinge. Das BMF muss hinterherhängen, jedenfalls unserer Prognose, weil sie unsere Zahlen verwenden. Was die Steuererhöhungen angeht, ja, also ich glaube, dass natürlich muss die Konsolidierung in der langen Frist auf der Ausgabenseite vor allem erfolgen. Das sagen uns alle Studien, das ist besser. Aber das braucht Zeit. Und daher wird es in der kurzen Frist schon auch ein Nachdenken geben müssen,
welche Steuern man erhöht, um dadurch andere Steuern, schädlichere Steuern vielleicht oder Abgaben senken zu können oder den einen oder anderen Impuls zu setzen. Jetzt kriegen wir vielleicht eine Zuckerl-Koalition, wie die Kronenzeitung geschrieben hat. Deswegen ist die Zuckerlsteuer vielleicht oder die Zuckersteuer vielleicht genau das Markenzeichen. Die bringt natürlich nicht viel Geld. Ja? Steuererhöhung, deswegen habe ich auch die Möst genannt. Die Möst wurde seit 2011 nicht erhöht. In der Zwischenzeit haben wir so 50% ungefähr Steigerung im Verbraucherpreisindex gehabt. Das heißt, der reale Wert der Möst ist massiv gesunken. Nicht? Das ist hoch unpopulär. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, lass uns das morgen sofort eben um diesen großen Schwung erhöhen, sondern graduell, dass man sozusagen den Realwert der Möst wieder zurechtrückt. Wir sprechen uns auch dafür aus, dass man im Bereich der Besteuerung von Grund und Boden eine Reform macht. Das ist dann schon eine in Richtung Vermögensteuer, aber hier wird die Regierung möglicherweise ohnehin Kompromisse finden müssen. Wir mögen keine Vermögensteuern, wir finden auch eine Erbschaftssteuer schwierig und vom Ertrag her überschaubar. Wenn man an diese Steuern denkt, dann ist am Ende ohnehin vor allem Grund und Boden betroffen, denn die können sich der Besteuerung nicht entziehen. Daher wäre das ein Bereich, wo man aktiv werden kann. Und es gibt natürlich auch andere Wege. Erinnern Sie sich an die, das war 2008, glaube ich, Deutschland, Holger, plötzlich hat eine neu antretende, auch damals noch halbwegs große Koalition, die Mehrwertsteuersätze um 3 Prozentpunkte angehoben, von 16 auf 19% in Deutschland. Das hatte niemand so am Radar, hat dann dieser Regierung natürlich etwas Fußfreiheit verschafft. Die Mehrwertsteuer ist jetzt nach der großen Inflationskrise natürlich heikel. Aber im Vergleich zu manch anderen Steuern, die wir in Österreich sehr reichlich haben, ja, zum Beispiel eben im Bereich Arbeit, ja, wäre die Mehrwertsteuer die effizientere. Ja. Das ist unpopulär und passt sozusagen so ist auch nicht in die Landschaft wegen der Inflationsentwicklung, aber das vollkommen zu tabuisieren, fände ich schlecht. Und man kann sagen, innerhalb des Mehrwertsteuersystems jede Menge Reformpotenziale auch finden. Da haben wir Steuerbegünstigungen dort und da, die problematisch sind. Viel besser aber, dass das Steuer erhöhen, ist natürlich das Abschaffen von Subventionen, die nicht funktionieren. Über den Klimabonus haben wir schon gesprochen, aber wir haben eine ganze Liste irgendwie von klimaschädlichen Subventionen. Das ist ja auch de facto eine Steuererhöhung, weil man sozusagen dem privaten Sektor damit Mittel entzieht. Aber es muss immer die Vorgabe sein, schadet das dem Wachstum oder schadet es nicht dem Wachstum, denn wir schrumpfen. Und jetzt in der Rezession sozusagen Steuer zu erhöhen oder stark Ausgaben zu kürzen, hat immer die Gefahr, dass die Schrumpfung noch länger dauert. Ein Kommentar, wenn ich darf, möchte ich ganz im F4%-Ziel sagen. Ja, das wünscht sich die Wirtschaft sehr. Wir sind bei der F&E-Quote in Österreich schon sehr gut, aber ähnlich wie mit den Bildungsausgaben, ähnlich mit dem Gesundheitssystem, wenn es nur darum geht, mehr Geld sozusagen auszugeben, da sind wir toll, da erreichen wir die Ziele. Allein, wo sind die Innovationen? Wo sind sozusagen die Produktivitätszuwächse, die man aus der schon so hohen F&E-Quote eigentlich erwarten würde? Deswegen würde ich sagen, Vorsicht hier, zunächst einmal eine wirklich ernst gemeinte Evaluierung. Ja, wir geben schon viel Geld aus. Warum bringt dieses Geld nicht mehr Wachstum ins Land? Warum sind wir in den Zukunftssektoren trotz der hohen Förderung nicht präsent? Nicht? Und erst dann, wenn wir wissen, was wir falsch gemacht haben, würde ich sagen, lass uns da weitere Milliarden Geld investieren. Ich antworte jetzt nicht drauf. Ich ergänze aber noch zwei Punkte, was Steuern angeht. Ich sage in dem Kontext immer nicht nur die Zuckersteuer als eine ungesunde, die habe ich bis jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber in Deutschland gibt es eine Alkopop-Steuer, aber mit einem wirklich Millionenaufkommen dann, aber wir haben noch die Tabaksteuern und den Alkoholsteuern. Also wir haben schon, also da gibt es auch Studien zu, die uns zeigen, dass eben Alkohol und Tabak. Und Österreich, also der Alkoholkonsum in Österreich und der Tabakkonsum ist auch im europäischen Vergleich hoch und es hat auch gesundheitliche Konsequenzen. Also selbst wenn das, also wenn wieder hat es eine Lenkungswirkung, dann freuen wir uns über das Gesundheitswesen, dann kommen die Einsparungen darüber, das hat keine, ja, dann haben wir einen Vorteil. Da war aber noch die Frage zur Abschaffung der kalten Progression. Ich habe mich da sehr gut daran erinnert, eines meiner allerersten Interviews, das ich gegeben habe, hat mir viel Unruhe eingebracht, habe ich gesagt, ich würde in der aktuellen Konjunkturlage, das war 23, Inflationslage, Entschuldigung, die kalte Progression aussetzen. Die kam zum falschen
falschen Zeitpunkt. Ich glaube, grundsätzlich ist es also in der normalen Situation, wo die Inflationsrate nicht sehr hoch ist, das kann man danach justieren. Aber in der Situation, man hat das unterschätzt oder eben nicht vorhersehen können, als das so war, wenn man eine Inflationsrate von fast 10% hat, dass das natürlich auf der Ausgabenseite wenn man die komplett zurückgibt, eben auf der Ausgabenseite massiv eben Dinge nach sich zieht, während die Einnahmenseite eben, ja, was sie tun soll, man will nicht von der Inflation als Steuer profitieren. Also das war schwierig in der Situation, wäre auch wahrscheinlich sehr ungünstig gewesen, diese Reform auszusetzen oder nachdem man gerade eine Leistung vollbracht hat, die ja gar nicht so selbstverständlich ist. Aber man müsste darüber nachdenken, wie weit kriegen wir denn die Gegenfinanzierung der Rückgaben jetzt rein, weil wir merken, dass dauerhaft das Ausgabenniveau natürlich gestiegen ist durch die Inflation. Ob man das machen kann, indem man einen gewissen Teil der kalten Progression, der immer frei verhandelt ist, diese Anpassung eben nicht weitergibt, das letzte Drittel, darüber müsste man eventuell nachdenken. Ja, also vielleicht darf ich da kurz noch, weil das... Bitte? Das ist sozusagen gegen die gesetzliche Situation aktuell, wo die Inflation ja, wo die Pensionserhöhungen ja inflationsindiziert sind. Es wäre schon sehr gut, wenn man nicht mehr tut als das Mindestmaß. Aber zur kalten Progression. Die kalte Progression per se, ja, führt ja dazu, dass die Steuereinnahmen genau mit der Inflation wachsen. Aber nicht drüber hinaus. Was nicht mehr möglich ist, ist, dass man sozusagen klammheimlich hinten herum die Durchschnittsbesteuerung erhöht und dass der beste Freund des Finanzministers die Inflation ist. Und das halte ich für nach wie vor einen absoluten Meilenstein. Das Fenster ist 30 Jahre geschlossen gewesen, jetzt ging es kurz auf. Markus Brunner hat sozusagen die Gelegenheit genutzt. Ich glaube, das ist ein echter Meilenstein. Das wird bleiben in der Wirtschaftsgeschichte. Dass das jetzt dem Finanzminister nicht hilft, Markus Brunners Nachfolger, ist auch klar, weil diese sozusagen automatische Steuererhöhung, die man nirgendwo diskutieren muss, wo es keinen Parlamentsbeschluss braucht, die Menschen sozusagen einfach hinterrücks ereilt, ja, was ich demokratiepolitisch und ökonomisch für schlecht halte, ja, diese Strategie ist verbaut und ich halte das für gut. Deswegen weine ich der Abschaffung der kalten Progression keine einzige Träne nach. Im Gegenteil, wenn was bleibt von dieser Regierung, dann diese Meilensteinreform. Vielleicht darf ich noch ganz kurz historisch, Berechnungen vom Fiskalrat zum Beispiel haben gezeigt, dass jetzt tut man so, als hätte es in der Vergangenheit diese kalte Progression gegeben. Die ist aber immer zurückgegeben worden durch Steuerreformen. Also das war in der Vergangenheit auch so. Und ich glaube auch, aus Wahlterminen hat man das dann organisiert. Das größte Steuerpaket, die größte Steuerreform aller Zeiten. Und zwar im Vierjahres- oder Fünfjahresrhythmus. Die größte einfach deswegen, weil die Inflation, selbst wenn sie noch niedrig war, immer die Volumen nach oben getrieben hat. Das ist genau das, ne? Diese Ad-hoc-Reformen, politisch induziert, politisch auch sozusagen für die Klientelgruppen derer, die gerade an der Macht sind, orchestriert. Dass wir das jetzt nicht mehr haben, das ist genau der demokratiepolitische Vorteil der Abschaffung der kalten Progression. Es macht nicht die Sache sozusagen plötzlich, also das ändert nichts an der Analyse, dass das in der Vergangenheit sozusagen diskretionär und nach politischem Zeitplan sozusagen ohnehin erfolgt ist. Da kam noch eine ganz kurze so eine Nebenbemerkung zu dem Thema der Anpassung der Pensionen. Also eine Nullrunde ist vollkommen undenkbar. Und wenn man das macht, das spricht einiges dafür, also in irgendeiner Form einen Demografiefaktor bei der Anpassung zu berücksichtigen. Die Deutschen haben das gemacht, das durchaus dazu führt, dass eben auch die Pensionisten einen Teil der Anpassungslasten an den demografischen Wandel tragen, indem die Zuwachsraten begrenzt werden, Abschläge dann vorgenommen werden, wenn sich das Verhältnis von Pensionsausgaben zu Pensionseinnahmen verschlechtert. Was es in der Demografie tun kann, dem was bringt, aber es kann auch durchaus sein, dass sich das sogar gar nicht trotz Demografie verbessert, je nachdem, wie die Beschäftigung läuft. Also das ist schwer durchzusetzen, wäre im Sinne einer, würde relativ schnell Einnahmen bringen, aber nicht so viele, weil man eben nur da am Delta dreht und nicht einfach sagt, jetzt machen wir mal einmal eine komplette Nullrunde bei den Pensionen, würde die politischen Widerstände reduzieren, würde dazu beitragen, dass wir eine bessere intergenerationale Verteilung der Lasten anpassen.
Anpassungslasten bekämen. Darüber muss man nachdenken, würde kurzfristig gehen, aber eben auch nicht die riesigen Beträge bringen, die man jetzt einfach mit einer Nullrunde bekäme. Und wir haben schon eine Demografiebremse in gewissem Ausmaß, weil in Österreich die Pensionen an die Inflation indiziert sind und nicht an das Wachstum der Löhne oder an das Wachstum der Lohnsumme. Und gerade wenn wir altern, gerade wenn es demografische Entwicklungen gibt, dann treibt das ja die Reallöhne eher nach oben. Und das Lohnwachstum in den nächsten Jahren wird höher sein als die Inflation. Das heißt, wir haben diese Demografiebremse durch die Indizierung mit der Inflation im österreichischen System drin. Das ist in Deutschland viel komplexer und komplizierter gelöst. Funktioniert im Übrigen ja auch nicht, wenn man diese notwendigen Senkungen auch nicht durchsetzen kann politisch, dann wird das sozusagen wieder ausgehebelt. Deswegen, ich glaube, wir sind hier mit der Inflationsindizierung per se eigentlich auf gar keinem so schlechten Dampfer, weil die Löhne stärker steigen als die Inflation, jedenfalls perspektivisch. Gut, ich ersuche ein bisschen um Zeitdisziplin. Wir haben genau eine Frage gehabt. Das ist eine gute Frage. Das war eine gute Frage, ja. Aber es liegt nicht an uns, die zu bewerten. Ich gehe ins Publikum. Herr Schigetwari, Herr Zirm, Herr Kraxner. Ich habe zwei Fragen. Die erste, packt sie beide ein bisschen bei der Ehre. Jetzt hat das Finanzministerium 5 oder 6 Tage nach einer Wahl eine Defizitprognose nach oben korrigiert. Ich glaube, mich fast verhört zu haben, dass Sie das gar nicht kommentiert haben. Ich meine, wir sind ja keine Schildbürgerrepublik. Wie sehen Sie denn das? Also da muss doch von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten ja irgendeine Anmerkung kommen, dass man 5 Tage nach der Wahl sagt, hoppla, das ist doch völlig anders. Also entweder Inkompetenz oder man hat sich bewusst das zurückgehalten, würde mich interessieren. Und die zweite Frage, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, kann ich eigentlich als Schlagzeile machen, WIFO und IHS wollen aus ideologischen Gründen Massensteuern anheben, aber bei Wohlhabenderen nicht zugreifen. Also sie wollen zum Beispiel Pensionen kürzen, was ja okay und wahrscheinlich notwendig ist. Ich meine, das ist ja das einzige Vermögen, was viele haben. Und bei allen anderen Steuererhöhungen, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, sind sie ja vor allem beim IHS skeptisch. Und da gibt es ja keine Studie, die nicht sagen würde, das sind ja wahrscheinlich am wenigsten hinderlich fürs Wachstum, vor allem wenn man es ja gegenfinanziert und zum Beispiel Arbeit entlastet. Also warum sind sie da so zurückhaltend? Gut, die erste Frage deckt sich auch mit jener vom Alexander Zenz von Oberösterreichischen Nachrichten, damit wir das auch erledigt haben. Hat der Finanzminister hier bewusst noch vor der Wahl eine falsche Zahl veröffentlicht? Also darüber kann man nur spekulieren und das ist nicht unser Job, deswegen tun wir das auch nicht. Es ist klar, dass das Timing nicht besonders glücklich ist. So viel von mir. Aber es war klar, warum jetzt die Zahl veröffentlicht wurde. Das sind einfach jetzt ist die Notifikation, Ende September, das ist jedes Jahr so. Dass das mit der Wahl zusammengefallen ist. Gut, aber das ist jetzt eigentlich nicht die Aufgabe, also selbst wenn es eine politische Entscheidung ist, ist es nicht die Aufgabe. Eben. Gut, damit hätten wir zwei Fragen erledigt, das ist effizient. Die zweite Frage. Ist das nicht die Aufgabe, das sind ja die Zahlen, auf denen eine Wahl stattfindet, dann seien Sie nicht böse, das kommt da 5 Tage später raus. Was ist dann Ihre Aufgabe, zu sagen, das Finanzministerium muss Zahlen vorlegen, auf denen eine ernsthafte Debatte stattfindet? Also das frage ich mich jetzt schon, wie Sie das sagen können. Also wir hatten ja im Sommer schon eine sehr viel pessimistischere Diskussion, auch der Fiskalrat, dazu wurden wir ja auch interviewt. Ich habe meinem Vorgänger nicht widersprochen, ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben. Das ist insofern haben wir, glaube ich, unsere Aufgabe schon erfüllt, dass wir nicht mitten in einem Wahlkampf hier die Trommel rühren, das verstehen Sie auch. Das ist eine politische Auseinandersetzung, in der sich die Wirtschaftsforschungsinstitute, auch das WIFO, traditionell zurückhalten. Und die Notwendigkeit eines Sparpakets haben wir beide, glaube ich, vor der Wahl schon angesprochen. Also ich möchte aber auf die andere Frage kommen mit der, also wir wollen nicht, keiner will die Pensionen kürzen, es geht nur ums Pensionsniveau, das ist nur als dass man das nicht durcheinander bringt. Und das ist eine politische Entscheidung. Die Politik hat einfach kann sich überlegen, wie sie Lasten der demografischen Alterung auf die unterschiedlichen Generationen verteilt. Und das ist eine Aufgabe, wo man eben auch politische Mehrheiten für organisieren muss. Und da kann man unterschiedliche Lösungen für finden. Die Deutschen haben jetzt gerade zur Stabilisierung ihres Pensionssystems eine Lösung gefunden, die nur die jüngere Generation belastet und die Alten nicht mitnimmt. Bei der letzten großen Pensionsreform war das anders. Die Frage der Erbschaftssteuer, weil ich da möglicherweise falsch verstanden werde, das sage ich überhaupt nicht, dass also eine moderate Erbschaftssteuer mit breiten Bemessungsgrundlagen, also wenig Ausnahmetatbeständen auch und eben niedrigen Sätzen, ein Teil einer effizienzorientierten Steuerreform sein kann.
Und das ist aber etwas anderes als zum Beispiel eine einfache Milliardärssteuer, wie sie jetzt gerade im Raum steht. Weil eine Erbschaftssteuer oder eine Vermögensteuer, das gilt für beides, ist also eine Vermögensteuer zum Beispiel, also das ist keine, wäre was anderes. Die ist leichter eben zu umgehen, weil ich muss gar nicht mein Vermögen ins Ausland schaffen. Das ist eine Steuer, die nach dem Ansässigkeitsprinzip behandelt wird. Ich muss einfach nur meinen Wohnsitz ins Ausland verlagern, dann kann ich der Steuer zum Beispiel schon entgehen. Was gegen eine Erbschaftssteuer bespricht, also in der Hierarchie, also wenn wir darüber nachdenken, was sind Steuern, die wenig verzerrend sind, dann kommen eben die Steuern auf, ich sage jetzt mal der Vereinfacher, Sucht, eben ist eine am wenigsten verzerrende Steuer. Deshalb betonen wir das als erstes. Die zweite, die Steuer auf Boden, ist auch verhältnismäßig weniger verzerrend als eine andere Form der Vermögensbesteuerung, weil der Boden nicht weg kann, vereinfacht gesprochen. Und die dritte Form ist dann eben, wenn wir dann die Hierarchie weitergehen, spielen Erbschaftssteuern sicherlich auch, können eine Rolle spielen. Sie sind schwierig, sie sind auch noch verhältnismäßig effizient zu erheben, weil man nicht ständig das Vermögen neu bewerten muss. Aber die Erwartungen, und es hat auch eine wichtige Funktion, jetzt gar nicht so sehr von Effizienzgesichtspunkten her, sondern zusätzlich noch eine unter Verteilungsgesichtspunkten. Die Bürgerinnen und Bürger machen sich auch durchaus Gedanken darüber, wie es um die Gerechtigkeit im Lande steht. Und wenn es um die intergenerationale Verteilung von Chancen ausgeht, dann spielt eine Erbschaftssteuer sicherlich eine Rolle. Aber sie sind kurzfristig nicht einfach mal so einzuheben, bis man erstmal jetzt in der aktuellen Situation überhaupt das System auf dem Platz hat, um die ganzen Bewertungen vorzunehmen. Das dauert. Und die Einnahmen sind erfahrungsgemäß, wenn wir uns international anschauen, eben nicht so hoch, wenn wir über Steuern reden, die diese Bedingungen erfüllen, die ich gesagt habe, eben in breite Bemessungsgrundlage, aber dafür mit niedrigen Sätzen. Ja, also dazu noch das deutsche System, das jetzt nicht perfekt ist, aber das ist ein System, das funktioniert. Das wurde in einer aktuellen Studie von Kollegen übrigens der Arbeiterkammer überprüft, was das für Österreich bringen könnte, liegen über 1,3 Milliarden Euro. Jetzt kann man sagen, lass uns das noch alles viel stärker machen und höher besteuern als Deutschland. Wenn wir das tun, haben wir nämlich die Sorge, dass erst recht dann dass die mobile Erbmasse, die jetzt vielleicht in Salzburg sitzt, aus Deutschland kommt, wieder zurückläuft. Das ist vielleicht nicht das, was wir wollen. Das heißt, aber das ist die Summe, über die wir reden. De facto ist das, was auch in Deutschland in der Erbschaftssteuer zugrunde liegt, ist das immobile Vermögen. Nicht? Weil die großen, die Unternehmensvermögen, die werden weitgehend geschont. Das heißt, es bleibt am Ende das Immobilienvermögen. Und daher ist sozusagen, wenn wir am Ende des Tages sagen, Grund und Boden, eine Bodenwertsteuer, ja, die nicht auf sozusagen Fantasiezahlen, Einheitswerte aus der Kaiserzeit beruhen, sondern auf den aktuellen Transaktionswerten, ja, die tut im Prinzip was ganz Ähnliches wie die Erbschaftssteuer, aber halt dann laufend, na, weil das eine laufende Steuerquelle wäre und nicht nur bei der Vermögensübertragung. Aber es hat sozusagen eine sehr ähnliche Inzidenz. Bisschen wie die Umwidmungssteuer, die ja teilweise vorgeschlagen wurde. Also wenn Land als Bauland ausgewiesen wird, steigt der Bodenwert und dadurch würde eben also die Steuer automatisch mitwachsen. Ja. Gut. Herr Zirm? Ja, ich hätte auch zwei Fragen. Und zwar das Mikro schon bei Ihnen? Bitte? Ja, super. Ja, ich hätte auch zwei Fragen. Das eine auch zum Defizit und zwar nämlich den Ausblick auf 2025. Heuer sind Sie relativ ähnlich mit 3,7 und 3,5, aber das IHS erwartet nächstes Jahr ein bisschen eine Verbesserung Richtung 3,4 und das WIFO eine Verschlechterung auf 4%. Das heißt, da sind Sie 0,6 Prozentpunkte auseinander. Das würde mich interessieren, warum hier diese unterschiedliche Erwartungshaltung fürs Budgetdefizit 2025. Und die zweite Frage wäre, ist jetzt relativ die Erwartung ja, dass die Koalitionsfindung heuer etwas länger dauern wird, allein schon, wenn man die Landtagswahlen in der Steiermark auch abwarten wird und vielleicht sogar auch die Gemeinderatswahlen im Jänner nächstes Jahres. Wie tragisch wäre das, wenn sich das bis ins Frühjahr oder Februar, März hinzieht, wenn da jetzt quasi einfach wir so ein Interregnum haben, wo nichts passiert? Also wenn man sich das anschaut, all diese Maßnahmen, die Sie ja vorgeschlagen haben, die auch kurzfristig notwendig sind. Ja, willst du was zum Defizit sagen? Naja, wir können Sie mal so sagen, das WIFO ist davon ausgegangen, dass sich die Ausgabendynamik der letzten Jahre weiter fortsetzt. Daher kommen Sie auf ein weiter steigendes Defizit. Ist gegeben fiskal, im Finanzausgleich, wo
man ja wirklich gesagt hat, super, es sind die Ausgaben für Kinderbetreuung und so weiter, sind jetzt, werden die Länder ersetzt bekommen. Okay, ja, war sehr schön, nur leider finanziert war es heute nicht. Wäre dann ein Punkt dafür. Wir sind davon ausgegangen, dass die Konjunktur sich verbessert und daher in etwa das Defizit auch am selben Punkt zu liegen kommen wird. Aber 100 oder 200 Millionen mehr oder weniger sind schwierig einzuschätzen. Wir sind davon ausgegangen, dass die Steuern wieder ein bisschen stärker anziehen aufgrund der Konjunkturverbesserung. Aber ich glaube, wenn man die Diskussion schon gesehen hat, wir diskutieren hier unterschiedliche Defizitprognosen um 2-3 Zehntel im heurigen Jahr, wo das ganze heurige Jahr schon gelaufen ist. Und das nächste Jahr, wo es noch kein Budget und so weiter gibt, ist das für mich ein bisschen eine künstliche Diskussion. Ja, wenn man wahrscheinlich die Ausgabendynamik so fortsetzen würde, wie sie die letzten 2 Jahre war, was wir eben nicht unterstellt haben, dann käme man auf ein höheres Defizit. Was die Frage des Budget. Also es gibt schon gute Gründe, davon auszugehen, dass das Defizit nächstes Jahr höher wird. Unabhängig davon, und zwar hat es mit der Indexierung der Sozialleistungen zu tun, aber auch mit der Abschaffung der kalten Progression, die bei der veranlagten Einkommensteuer erst nächstes Jahr, also nächstes Jahr sozusagen die Effekte von die auslaufenden Effekte der hohen Inflation sichtbar wird. Aber genaueres kann vielleicht auch noch unser Budgetexperte, der heute auch im Raum ist, dazu sagen, wenn er möchte. Der kriegt noch das Mikro. Super. Ja. Simon Loretz, WIFO Budgetexperte. Also es gibt ein paar Gründe, warum es jetzt nächstes Jahr nicht so viel besser wird. Und ein Grund, den man heute noch gar nicht angesprochen hatte, es gab eine sehr bemerkenswerte Hochwasserkatastrophe, die führt natürlich auch zu diskretionären Ausgaben. Und die werden nicht alle dieses Jahr schlagen, sondern zum Teil nächstes Jahr. Also es gibt einen großen Investitionsbedarf bei der ÖBB, um den Tunnel zu reparieren. Und es gibt große Zusagen von Sofortmaßnahmen und das treibt jetzt am aktuellen Rand und überlappen das nächste Jahr auch die Ausgabendynamik nach oben. Genau. Und es fällt eben, wie Stefan Schiemann schon gesagt hat, zusammen mit hohen monetären Sozialleistungen, die nachlaufend von der Inflation noch nach oben getrieben sind und mit einer nachverzögerten Wirkung der kalten Progression. Gut. Ja, würde ich das sagen, Hochwasser stimme ich zu, nur das ist genau der Punkt, wenn die Ausgabendynamik wie letzten 2 Jahre fortgesetzt wird, das heißt, es gibt jetzt Ausgaben und dann kommt was Zusätzliches und das wird zusätzlich übers Defizit gedeckt, dann steigt es stärker. Wobei man auch sagen muss, das WIFO geht davon aus, dass es 3 Zehntel vom BIP, wie viel sind das, 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden steigt. Wir gehen davon aus, dass es 1 Zehntel vom BIP, also etwa gleich bleibt. Also die große Diskussion, großen Unterschied sehe ich nicht. Also die Prognose für nächstes Jahr ist ja sowieso immer eine Status Quo-Prognose. Und das bringt mich zu der zweiten Teil der Frage. Also eben, dass der Status Quo nächstes Jahr realisiert wird, ist sowieso ziemlich offensichtlich, dass das nicht der Fall sein wird. Und insofern ist egal, ob wir bei 3,5 oder 4% liegen, ist es klar, es gibt einen großen Revisionsbedarf und man muss sowieso dann am aktuellen Rand verfolgen, was passiert. Wie sich dieses Interregnum auswirkt, hängt natürlich davon aus, wie die provisorisch im Amt befindliche Regierung das ausnutzt. Also wenn sie sich seitwärts bewegt und keine großen Initiativen ergreift, dann könnte das ja sogar auf Dauer sogar möglicherweise Spardynamiken also quasi automatisch nach sich ziehen, weil man dann auf diese Zwölftelregelung zurückfällt, wo man also bestimmte Budgets gedeckelt sind. Da kann also wenig passieren. Ich glaube, der zentrale Punkt, das hatte ich ja auch in meinem Eingangsstatement schon darauf hingewiesen, ist einfach die Unsicherheit, die damit verbunden ist. Solange wir keine Regierung haben und noch nicht mal genau wissen, in welche Richtung es geht, können wir auch nicht sagen, was kommt jetzt? Kommt eine, wie immer geartete Form der Besteuerung der Vermögen? Wo wird auf den Ausgabenseiten etwas gemacht? Und die Bevölkerung und auch die Unternehmen werden natürlich darauf reagieren oder beziehungsweise im Moment erstmal abwarten. Es ist eine Unsicherheitssituation und es sind ja langfristige Entscheidungen zu treffen. Und wie man darauf reagiert, das verzögert eben möglicherweise das hält die Unsicherheit hoch. Und wenn es ein Teil auch auf Psychologie ist, dann ist das sicherlich sehr ungünstig, also, das zu verlängern. Ich sehe das ein bisschen nuancierter. Natürlich, ceteris paribus, wäre es gut, wenn wir schnell eine Regierung haben.
Aber ich habe überhaupt keine Freude daran, wenn man sehr schnell eine Regierung hat, die dann 5 Jahre im Amt ist und nichts zusammenbringt. Deswegen hat der Bundespräsident schon recht, wenn er sagt, die Verhandlungszeit ist gut investierte Zeit. Wir brauchen ein glaubwürdiges Reformprogramm für die nächsten 5 Jahre. Und das regnet nicht so einfach vom Himmel. Das muss verhandelt werden, das wird harte Kompromisse erfordern. Und dafür sollte man sich jetzt auch die Zeit nehmen. Obwohl es natürlich stimmt, dass wenn man sich was wünschen würde, würde man genau diese starke Reformregierung ja, übermorgen schon im Amt sehen wollen. Ja. Aber das ist ein bisschen Wolkenkuckucksheim. Also lieber in die Qualität investieren, als jetzt schnell irgendeine Koalition auf die Beine stehen. Vollkommen d'accord. Zumal die wirtschaftspolitischen Programme und Vorstellungen, die auf dem Tisch lagen, im Sinne einer solchen nachhaltigen Perspektive eben auch nicht sehr realistisch waren. Also quer durch die Bank. Und dementsprechend muss man jetzt also auch quasi erstmal sich die Zeit nehmen, überhaupt eben von den Wolkenkuckucksheimen in den Wahlprogrammen eben in der Realität der Ebene anzukommen. Mhm. Gut, ehe wir das Mikro dann an Christoph Schlemmer und an Herrn Zwittli übergeben, noch 2 Online-Fragen. Die erste vom Richard Wienz von den Salzburger Nachrichten. Inwiefern das Baupaket vom heurigen Frühjahr 2025 dann schon eine konjunkturstützende Wirkung entfaltet, vielleicht an die Prognoseverantwortlichen. Und die zweite Frage vom Alexander Zenz, Oberösterreichische Nachrichten. Zuletzt musste tatsächlich immer wieder nach unten revidiert werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2025 das dritte Rezessionsjahr erfolgt? Wir haben, also das Plus bei den Bauinvestitionen im kommenden Jahr ist praktisch zur Gänze auf das Paket zurückzuführen. Ohne das Paket hätten wir wahrscheinlich noch ein leichtes Minus. Und hier vor allem auf den Effekt auf die gemeinnützigen, auf den gemeinnützigen Wohnbau, wo wir eben davon ausgehen, dass die angekündigten Mittel tatsächlich umgesetzt werden können und das dann eben zu dem Zuwachs, ich glaube, von 1,1% bei den Bauinvestitionen führt. Und also die Wahrscheinlichkeit. Die zweite Frage war, ob man nächstes Jahr auch noch eine Rezession. Ja, wir haben das durchaus auch explizit in unserer Risikoansprache drin. Und zwar vor allem dann denken wir, wenn dieser Impuls aus dem Ausland, mit dem wir jetzt rechnen, nicht kommt. Also wenn die Investitionsflaute in Europa so bleibt und die Nachfrage nach Maschinen und Ausrüstungen, wo Österreich sehr stark ist, genauso wie also stark involviert ist, genauso wie Deutschland, wenn das ausbleibt, dann ist das durchaus ein wahrscheinliches Szenario. Ja, vielleicht darf ich es an einer Stelle konkret machen. Viele Länder der Eurozone liegen deutlich über den Budgetzielen Europas. Da ist Österreich ja überhaupt keine Ausnahme. Das sind große Länder, die drüber liegen. Frankreich, Italien, Spanien. Und wenn jetzt, was eigentlich notwendig wäre nach den neuen Fiskalregeln, konzertiert in der ganzen Eurozone die Sparwut ausbricht, dann wird es nichts mit dem exportgetriebenen Aufschwung in Österreich. Die USA schwächeln ja eher im nächsten Jahr nach unserer Prognose. Mit China ist das Geschäft sehr schwierig geworden. Das heißt, wir erwarten jetzt sozusagen diesen exportgetriebenen Aufschwung aus der Eurozone und der hängt sozusagen tatsächlich stark an der Frage, ob jetzt gleichzeitig überall Austerität ausbricht oder nicht. Und da gibt es ein Risiko, ein erhebliches, würde ich sagen. Gut. Dann noch die aus der Presseagentur, Christoph Schlemmer. Ich hätte noch eine Frage zum Eurozonenvergleich. Die Wirtschaft in Deutschland soll denn um 0,1% schrumpfen heuer, Österreich minus 0,6. Wie erklären Sie sich diesen Abstand zu Deutschland? Und noch eine Frage zur Gasversorgung. Nachdem die Transitverträge über die Ukraine ja auslaufen sollen mit Jahresende, wie schätzen Sie die Gasversorgung nächstes Jahr in Österreich ein? Ich nehme mal den Vergleich. Das ist, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht falsch interpretiert. Also in Österreich ist im Vergleich relativ gut aus der Corona-Krise herausgekommen und war so auf einem positiven Ast und kommt jetzt von oben
nach unten. Die Deutschen sind verhältnismäßig im Vergleich relativ schlecht aus der Corona-Krise rausgekommen und kommen deshalb von unten, also mit einem langsamen Wachstumspfad ran. Wenn wir das aufakkumulieren, dann bewegt sich Deutschland, also ist je nachdem, welches Basisjahr wir nehmen, Österreich leicht günstiger als Deutschland. Wenn wir uns nur auf den letzten, deshalb darf man nicht nur auf die letzten Zahlen gucken. Das ist ein bisschen verwirrend. Also die Differenz zwischen den beiden Ländern ist kleiner, als dass jetzt diese Wachstumsunterschiede ausweisen, weil man von einem anderen Pfad herkommt. Was man aber schon sagen muss, ist, wenn wir auf die Pro-Kopf-Betrachtung überschwenken, dann ist es in Österreich doch ein Ticken schlechter, weil wir ein sehr viel höheres Bevölkerungswachstum hatten in den letzten Jahren, seit 2019, als das in Deutschland der Fall war. Das heißt nicht zwingend, dass die Einheimischen stark verlieren. Ja, also das wäre eine Diskussion, die mal sehr wertvoll wäre, sie zu führen. Und was war die zweite Frage? Gas, ja. Wir gehen davon aus, dass ein Durchleitungsstopp die Gaspreise nicht wieder massiv nach oben treiben würde. Wir sehen jetzt schon, ne, dass wir sagen, eher wieder höhere Gaspreise sehen. Jetzt sind wir sagen, bei den 40 Euro pro Megawattstunde gelegen. Das war schon niedriger. Also diese Möglichkeit, dass es da zu Verwerfungen kommt, die wirft schon ein bisschen einen Schatten voraus. Aber wir sehen vor allem eines nicht, nämlich einen Versorgungsengpass. Ne? Also es könnte sich preislich da Nachteile ergeben. Grundsätzlich ändert das wenig. Wenn Sie mit den USA vergleichen, wir haben 5-mal so hohe Energiepreise aktuell wie in den USA zum Beispiel. Und wenn da jetzt sozusagen durch die Ukraine-Durchleitung noch ein paar bisschen was dazukommt, dann haben wir vielleicht 5,1-mal höhere Energiepreise. Das ändert an der strukturellen Herausforderung unserer viel zu hohen Energiepreise zunächst einmal eigentlich gar nichts. Abschließende Frage, Herr Switli. Das Mikrofon. Ja. Ich habe zwei Fragen, aber die erste ist eine konkrete Zahl. Das gesamtstaatliche Defizit laut Maastricht 3,5% des BIP. Wie ist die absolute Zahl? Ungefähr 1% BIP sind 5 Milliarden, grob gesprochen. Also 3,5 mal 5 macht 15, 18. 17,5 Milliarden, wenn wir auf Null eben als Referenz kommen. Und wenn wir jetzt bei 3,5 ungefähr liegen, dann ist eben, da kommt auch das 3%-Ziel, das sind dann die 2,5 Milliarden, weil wir ein 0,5% BIP hätten. Und das ist ungefähr die Faustformel, 1% BIP sind 5 Milliarden. Danke. Zweite Frage. Also ich stelle die Frage gleich an den Herrn Bonin, weil ich zitiere hier aus Ihrem Papier. Das inländische Risiko einer steigenden Sparquote. An und für sich ist eine steigende oder eine gute Sparquote ja wirtschaftlich nicht was Böses. Ich unterstelle, dass das, was Sie hier meinen, ist, die Menschen in Österreich sparen, weil sie Angst haben oder Krisen sehen. Aber sie legen ja dieses Geld nicht auf den Kasten, sondern sie legen das auf ihr Sparkonto oder kaufen Wertpapiere oder wie immer. Also es drängt auf die Banken. Und die Banken werden das Geld nicht los, weil die Industrie oder die Wirtschaft nicht investiert. Ist das das Risiko, das Sie meinen? Nein, das ist, ja, in gewissen, die Idee ist, die Konsumenten geben damit weniger Geld aus, damit ist weniger Nachfrage da. Und daher ist die Sparquote natürlich negativ in dem Zusammenhang konjunkturell gesehen. Aber Sie haben natürlich mit dem Ersparten. Ja. Sie haben natürlich beide die Verwendung des Sparens, wenn nicht investiert wird, gleichzeitig, dann ist das, liegt das irgendwo eben unproduktiv rum, der Vereinfachheit halber. Wir verweisen aber eben auf was ein wichtiger Punkt ist. Wir haben ja damit gerechnet, auch in der letzten Prognose, dass der private Konsum stärker eben als inländischer Faktor eben antreibt, solange die internationalen Impulse noch nicht da sind, dass wir über das verarbeitende Gewerbe kommen. Und das ist jetzt im Moment das Problem. Im Moment fließt sehr vieles von dem, was an realer Einkommen dazukommt, eben auf die, also in, sagen wir mal, auf Sparbuch und macht da nicht so besonders viel. Und es würde eben für die Wachstumsaussichten besser sein, wenn wir da eben einen höheren privaten Konsum sehen würden. Nochmal vielleicht ein Stück konkreter, wo fließt denn das hin? Nicht? Also es fließt zum einen in die EZB, ja, wo es liegt, unproduktiv liegt und dort eine gute Verzinsung bekommt, was mit den Sparern und den Banken geteilt wird. Und es fließt ins Ausland. Ja, zu großen Teilen. Und ist eben dann nicht im Inland konjunkturrelevant. Ja. Das heißt, wenn es uns gelänge, die Investitionsquote deutlich zu erhöhen, na, dann wäre die höhere Sparquote überhaupt kein Problem. Dann würde man sozusagen statt Konsumnachfrage Investitionsnachfrage haben. Gesamtwirtschaftlich ist das sozusagen
as good as the other, ja, aber so ist es eben aktuell nicht. Das sickert sozusagen ins Ausland oder wird in der EZB veranlagt, was nichts Realwirtschaftliches bringt. Gut, danke. Eine Frage noch in der Nachspielzeit vom Kurier, danach ist der Schlusspfiff. Das Mikro kommt. Bitte kurze Antworten. Das geht sicher sehr kurz. Herr Fellmermeier, können Sie ausschließen, Finanz- oder Wirtschaftsminister in der nächsten Regierung zu sein? Ja. Vielen Dank, das war wirklich kurz. Insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, schließe die Pressekonferenz und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jetzt musst du das machen. Oh, ich kann das gar nicht werden.